1917 wurde das neue Stadttheater eröffnet. Trotz der noch immer erheblichen Unterschiede zwischen den Lebensbedingungen der Arbeiterschaft und denen der gehobenen wirtschaftlich führenden Schichten bot Nordhausen in diesen Jahren das sympathische Erscheinungsbild einer großen und ganz harmonisch organisierten, zukunftsorientierten Stadt. Auch die Petrikirche ist 1945 völlig zerstört worden. Bei dem Judenturm soll im Jahre 1349 eine große Judenverbrennung stattgefunden haben. Es kam das unselige Jahr 1933. Noch war im Harz und Nordhausen äußerlich alles beim Alten. Das Leben verlief normal. Aber die Zeichen standen auf Sturm. Die braunen Horden übernahmen alle Positionen und viele Bürger verschlossen die Augen. Ab 1944 werden im Kohnstein die V2 gebaut. April 3. 1945, 16 Uhr. Erster Großangriff auf die Stadt. Zerstört wird auch die Bölke-Kaserne. Dort sterben 1278 Menschen. Die meisten Opfer sind ausländische Zwangsarbeiter. April, 9 Uhr. Der zweite Großangriff beginnt. Die ganze Altstadt, außer dem Viertel um die Gumpert- und Barfüßerstraße sowie das Altentor, wird zerstört. Ein großer Flächenbrand in der Innenstadt entsteht. Die Stadt ist am Abend ein Flammenmeer. Die Bilanz der militärisch sinnlosen Angriffe? 74% der Stadt sind zerstört. 8.800 Menschen verloren ihr Leben. 11. April 1945. Einmarsch der Amerikaner in Nordhausen. Hello.
My name is Rip Rice. Ich war ein Mitglied der 104. Infanteriedivision. Am 12. April 1945 kamen wir nach Nordhausen. I was here in Nordhausen on April the 12th, 1945, where I viewed Wir haben die schreckliche Hinterlassenschaft der Nazis und der SS gesehen. Ich fing an zu schreien und mir wurde übel. Danach war ich sehr wütend. Eines der Dinge, die mich beruhigten, war, als der Commander mit einigen unserer Soldaten in die Stadt ging und mit den Zivilisten sprach, um zu erfahren, was geschehen war. Die Menschen reagierten wie ich. Sie waren fassungslos und weinten. Da wusste ich, dass nicht alle Deutschen diese Untaten begangen haben. Dann ging meine Gruppe weiter. Wir sollten eine Aufgabe erledigen. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass wir an den Platz gingen, an dem das zweite Lager war. Niemand von uns konnte sich erinnern, jemals etwas Schlimmeres gesehen zu haben. Was lehrt uns das? Sagt unseren Kindern, dass so etwas Furchtbares geschehen ist. Niemand soll sagen, dass so etwas sich nicht wiederholen könnte. So etwas kann wieder geschehen, wenn wir nicht von der Geschichte lernen. Die, die nicht von der Geschichte lernen, sind verdammt, sie wieder zu erleben. Wir danken in dieser Stunde dem tapferen Sowjetvolk, das den entscheidenden Anteil an unserer Befreiung hatte, und wir verneigen uns vor seinen Helden. Wir ehren die deutschen Kämpfer des Widerstandes, die in Deutschland und außerhalb der Grenzen unseres Vaterlandes in der Illegalität, in der Hölle der Konzentrationslager und Zuchthäuser, im Nationalkomitee Freies Deutschland und an den Fronten des Krieges im Kampf gegen den Faschismus die Ehre des deutschen Namens unter Einsatz ihres Lebens retteten. Wir in unserer Republik haben in den letzten 20 Jahren das Notwendige getan. Wir haben die Einheit der Arbeiterklasse geschmiedet und ein festes Bündnis aller Antifaschisten und Demokraten geschaffen. Wir haben den Faschismus mit den Wurzeln ausgerottet, die Konzernherren entmachtet, die Kriegsverbrecher bestraft, den Bauern das Land gegeben und den Kindern unseres Volkes die Tore zur Bildung weit aufgestoßen. Wir haben Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion und allen friedliebenden Menschen geschlossen. Wir haben Kraft der Hirne und Herzen eingesetzt für das eine Ziel: ein Deutschland des Glückes und des Friedens, ein Deutschland des Volkes zu bauen. Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen, fror auch die Welt, uns war warm. Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm. Die Partei, die hat immer Recht, und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt die Partei, die Partei, die Partei. Sie hat uns niemals geschmeichelt, sank uns im Kampfe auch mal der Mut. Hat sie uns leis nur gestreichelt, zagt nicht und gleich war uns gut. Zählt denn auch Schmerz und Beschwerde, wenn uns das Gute gelingt? Wenn man den Ärmsten der Erde Freiheit und Frieden erzwingt.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt die Partei, die Partei, die Partei. Sie hat uns alles gegeben, Ziegel zum Bau und den großen Plan. Sie sprach, Meister, das Leben, vorwärts, Genossen, packt an. Hetzen jenen zum Kriege, bricht euer Bau, ihre Macht. Zimmer das. Vom Vergessen überwuchert sind Flüche und Gebete, Reue und Verzweiflung. Darauf möchte ich sagen, spekulieren die alten Volksverderber. Wie könnte es sonst möglich sein, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr, Trettner, in Paris eine Konzeption der Vorwärtsstrategie mit einem Gürtel von Atomminen an der Grenze der Deutschen Demokratischen Republik und der CSSR vorlegen konnte? Der Bau von 928 Wohnungen und der dazugehörigen erforderlichen gesellschaftlichen Einrichtungen im Rahmen von zwei Jahresprogrammen konzentriert sich zunächst mit zwei Hochhäusern und drei achtgeschossigen Wohnscheiben auf den Bereich Zentraler Platz, Döpferstraße, August-Bebel-Platz. Als weitere Bauabschnitte sind die Verdichtung der Bebauung auf dem Petersberg mit vier Hochhäusern und die vielgeschossige Bebauung der Unterstadt an der Hallischen Straße vorgesehen. Am wenigsten einleuchtend sind in Nordhausen nachts die Straßen. Ja, nicht? Ja. Leider. Ja, ja. Aber ein Lichtblick ist die Tatsache, dass die Nordhäuser Jugend im polytechnischen Unterricht moderne und dem Stadtbild angepasste Lampen und Leuchten anfertigt. Ja, in Ordnung. Ja. Der gute alte Mond alleine kann es ja auch nicht schaffen. Das ist richtig, ja. Und aus der Zeit, da er es noch alleine schaffen musste, gibt es übrigens ein originelles Gedicht über die Einführung der Gasbeleuchtung in Nordhausen. Nee, das tragen wir doch gleich mal vor, Herr Hansel. Naja, aber es ist in der alten nordhüßischen Mundart von Anno Dunemals geschrieben. Na und? Wir sind doch helle. Wir werden uns schön reinfetzen. Na gut, wollen Sie beginnen vorzutragen? Ja, wie viel Meter soll ich es vortragen? Nicht Meter, paar Zeilen bloß. Paar Zeilen genügend. Gut, wie Sie wollen. Also. Geht los. Überschrift, die Gasbelichtung in Nordhüßen. Als noch die ollen Öllaternen brannten in der Dunkelheit, da hätt sich kaum manches Liebespärchen gefreit, dass die Laternen so dunkel han gebrannt, dass kein Mensch nicht das Pärchen hätt gekannt. Sehr schön. So, ja. Jetzt sind Sie dran. Au han die Liebespaare sich abgeschmotzelt, genung und satt, wenn die Laternen brannten in der Stadt. Es hätt aber, wie gesagt, kein Mensch gesehen, nur gehört, wenn's ihn forever es gehen. Ja, ist gut, Herr Hansel, ist gut. Ich bemerkte soeben bei Ihrem Vortrag die Nähe des Harzes. Wieso des Harzes? Sie sprachen wieder ziemlich brockenweise. Ja, ich weiß. Sie haben gut reden, schließlich sind Sie Dialektiker im Kessel Buntes. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Lassen Sie den Kessel in Frieden. Aber ich weiß dafür Nordhausen ein neuzeitliches Gedicht, was besser ist. Aha, und wem wollen Sie das widmen? Der neuen Schule am Nordhäuser Marienweg. Sehr schön, ja. Na, dann stellen Sie mal Ihr Licht nicht unter den Scheffel, unter den Scheffel. Unter den Scheffel, es geht los. Der Lehrer zu den Schülern spricht, Herr Goethe sagte einst, mehr Licht. Die Schüler riefen, jetzt erwischen wir endlich den Verantwortlichen. Oh. Denn in Nordhausen hört man's öfter munkeln, die Projektierung tappt zuerst im Dunkeln. Jaha, ja. Und worauf bezieht sich das? Worauf bezieht sich das Ganze? Na, weil Sie beim Neubau des Schulwegs auch die Beleuchtung vergessen haben. Ah, ja. Wenn
erwähne ich noch RFT-Fernmeldewerk mit dem Tischtelefonstationen und Münzfernsprechern, die unter anderem auch für die Sowjetunion und andere sozialistische Länder hergestellt werden. Was denn, die exportieren hier Münzfernsprecher? Natürlich, warum erstellen Sie denn das? Na, passen denn im Ausland unsere Groschen in die Dinger? Also hören Sie mal. Haben Sie nicht so viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass man diese Apparate auch auf andere Zahlungsmittel einstellen kann? Ich meine, vieles lässt sich doch so einrichten, wie man es braucht. Na, wenn sich vieles so einrichten ließe, wie man es braucht, dann könnte aus dem Nordhäuser Kino auch eine zentrale Kulturstätte gemacht werden. Na ja. Wenn es ein dringender Wunsch der Nordhäuser ist, gibt es denn kein anderes Kulturzentrum? Nee, der Socken eignet sich nicht dafür. Also eine Bierschwemme ganz bestimmt nicht, nee. In der Forelle war zwar mal Körperkultur, aber ist ja alles hin. Die gibt's nicht mehr und aus dem Uhu wird eine Jugenddiskothek. Ja, und der Diskjockey ist der Onkel Uhu. Na, hoffentlich bauen Sie das Ding auch richtig um. Warum bezweifeln Sie denn das? Na, ich denke, dass so an dem Bau des Polytechnischen Zentrums im Hochbaukombinat. Was denn das? Alter, fertig war, da kam langsam der Decke runter. Was? Ja, ja. Ausgerechnet im Baukombinat? Ja. Und was wird denn nun draus? Na, wenn alles wieder im Lote ist, werden Büroräume draus. Aha, und warum ausgerechnet Büroräume? Ja, da können Sie doch die Decke wenigstens mit Akten und Berichten abstützen. Ja, nicht?